Yo, what's up, man? Sonoras Gaming Edge. Sagt mal wieder guten Tag und willkommen zur nächsten Ausgabe von Let's Play Digimon Cyber Sleuth. Wir haben beim letzten Mal angefangen, Nebenaufträge zu erledigen. Den einen, den wir jetzt abgeschlossen haben, von dem Typen, der seine Digimon schlecht behandelt, den müssen wir noch jetzt, da müssen wir noch Bericht erstatten. Und ich würde sagen, das tun wir jetzt. Wir haben immer noch Biomon, Ikakumon und Garurumon im Team. Werden da aber vielleicht heute mal durchmischen oder gucken, was für Optionen sich da auftun. Oh, wir haben 6 neue Nachrichten. I woke up earlier than usual today. Aren't I a good Digimon? Warte mal. You woke up early? That's great. You should keep it up tomorrow too. Can just training really make you stronger? Alright, let's go to work. Too much is bad for you. Keep at this pace and you'll get stronger over time. Hey, is it true there's human food that looks like clouds? I wanna touch it. That's probably cotton candy. It sure looks like a cloud. Tastes sweet too. Mhm. Sonst nix, okay. Gut. Go to the Digilab. Wir gucken erstmal jetzt, wie es mit dem Training aussieht, was wir gestartet haben. Das ist fast zu Ende. Wir werfen trotzdem mal einen Blick drauf, was hier so los ist. Der ist jetzt schon auf Level Max. Er kann noch auf Level 19 kommen, rein theoretisch. Warte mal, wie sieht es denn mit seinen Stats aus? Wo kann ich das denn sehen? Da. Kampf 5%, das reicht doch für Patamon. Er hat Level Max 44, das dauert also. Der hat sein Max-Level auch lange noch nicht. Agumon ist natürlich Level Max. Ich weiß gar nicht mehr, was Agumon nochmal gebraucht hat. Und Tokomon. Ja, könnte Level 19 werden, aber wir wollen Tokomon ja sowieso wieder digitieren lassen im Bestfall. Wir gucken einfach mal, was für Möglichkeiten wir haben. Ob da schon was drin ist. Wie ist es eigentlich mit dir, Elegmon? Du kannst zu Garurumon. Ach, der kann sich schon. Mhm. Den Kothaufen wollen wir nicht. Hier brauche Attack 55. Dann lassen wir das erstmal noch. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Was musst du denn werden? Das ist Kabuterimon. Das ist hier Birdramon. Level 14 eigentlich nur noch werden. Das heißt auch 3 Level. Wann kannst du eigentlich digitieren zu Verigarurumon? Level 28, das dauert noch. Und Ikakumon? Habe ich es gar nicht zur Auswahl, das Vieh? Oder ist es der hier? Kacke, ich bin mir nicht sicher. Speichere ich auf jeden Fall vorher. Gut, wir gucken mal jetzt in die Farm. Was war denn bei dir nochmal das Problem? Level 16 required. Und zurück digitieren lassen können wir ihn leider nicht. Blöd. Tokomon. Prozent Cam is required. Scheißdreck. Gekomon, wie sieht's bei dir aus? Dauert noch. Growlmon dauert auch noch, glaube ich, ne? Ja. Das dauert noch. Tarnemon. Ach, Lalamon ist das andere, okay. Ja, kann schon zu Palmon werden. Das machen wir jetzt auch. Und hoffentlich kann Palmon jetzt ein höheres Max-Level erreichen, sonst raste ich aus. Ja, kann. Perfekt. That's what we wanted. Was war mit dem hier?
Kannst du schon zu Tentomon werden? Camp 10%, okay. Dann muss ich Motimon und Tokomon mal ein bisschen füttern mit diesem Zeug. So. Genau. Hier ist Camp plus 1. Kann ich dem noch eins geben? Nee. Geht immer nur eins. Du kriegst noch eins. Das Training ist ja bald zu Ende. So. It appears everything went smoothly for you. I'm so glad I called on you to help me clean up Eden. Although knowing how strong your bonds to your Digimon are, perhaps the end result was the work of fate, hehe. Hehe, you should take that as a compliment. Regardless, thank you for all your hard work today. I expect great things from you going forward as well. Oh, you didn't think we were done with just this one hacker you took care of, did you? Sad to say, there are still numerous hackers out there who are mistreating their Digimon horribly. While you were out taking down the first hacker, I drafted up what you might call a hacker blacklist. Right now there are 30 such outlaw hackers on the list, with this one you just defeated, bumping the total number down to 29. Oh, you feel that the number's rather high? I assure you, I arrived at this final roster after only the most careful deliberation. Rest assured, you won't have to search for all of the remaining hackers by yourself. I know you're only one person after all. On that note, have you tried out the Digifarm yet? If you haven't, I suggest you do so post-haste. The reason for that is because if you order the Digimon on your Digifarm to investigate, they'll find out where the other hackers are for you. Once their locations have been covered, I'll send them over to you right away as new cases to check. You can handle them the same way as today's. Don't underestimate the strength of your bonds with your Digimon. Big or small, each one will lend you their aid when you need it most. So please, do what you can to save those poor Digimon from the blacklisted hackers. I expect great things to come of this, hey. Alright. SMS. Farm 1 training completed. Okay, perfekt. Just in time. Investigate. Perfekt. So, kann ich denen nochmal was zu essen geben? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann warten wir nochmal. Warte. Ich will nochmal was gucken. Ist denn das... Wie hoch geht das denn immer ab? Das Cam. Wirklich nur 1%, okay. Na gut. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück in die Detektivagentur. Warte mal, dann bin ich ja komplett falsch gelaufen, ich Idiot. So. Lockout. See, you've been working hard for Mirei. Nice job.
You two appear to be developing quite the unique dynamic, if I do say so myself. So. Dann machen wir jetzt den oder den. Machen erstmal den. Machen wir mal einen schwierigeren. Kyoko Kurimi. Oh, witzig. This is a personal case. Help me with the Matayoshi case without being noticed. Discretion is required. It seems that there is a criminal calling himself the Mysterious Digital Face, has tipped the police off about his planned crimes. He told the Shinjuku Mataji, or Matagi, a cop who loves Shinjuku, that he was going to steal top secret police information. This is of course the situation for the police to deal with. They've put Detective Matayoshi of the Cybercrime Investigation Unit in charge of this. Such a dramatic incidents tend to hurt the pride of the police force. If the criminal manages to steal the data and gets away, the blame will fall on Detective Matayoshi. If that's the case, it will be a hard blow for us. So I need you to help Matayoshi with his investigation covertly. Do you understand what I meant by covertly? Nö. Huh? Do you have a question? Who is this mysterious digital face? Who is this Shinjuku Matagi? What do you mean by covertly? Wir fragen erstmal danach. Perhaps he was inspired by the multi-faced criminal Ranpo Itogawa and he got his name from that. Back then, the mysterious man who inspired terror and madness in children, Kogoro Akechi, was his name. His rival was a group of young detectives. You don't know about it because it was a bit before your time. Actually, even people in my generation are too young to know about it. I'd never heard that phrase before either. It's most likely a nickname of some sort. At the end of the day, it may be spelled detective, but it reads cop Matagi. Matagi means bear hunter. Do you mean by covertly? Matayoshi is not very good at this kind of thing. So I asked him privately if he needs some help. Detective Matayoshi said, this is a matter of pride for myself and the force, and refused. But I'm not going to let this go so easily, so I would like you to support him covertly. Okay, so please get to work as quickly as possible, huh? You want to know what you should do? This is about stolen info from the police, so try going and asking groups of thugs on the street for information. I try and find out what was said in that tip-off. You go to Kowloon and ask around. Mysterious digital face. Okay. No problem. Schauen wir mal. Jetzt die Frage, zu welchem Kowloon? 1 oder 2? Wir gehen erstmal zu Level 1. Wir haben ja ein paar starke Digimon dabei, das sollte gehen. Es ist so ruhig hier, ne? Scheinbar ist in Kowloon Level 1 nichts mehr los. Ah, jetzt geht die Musik los. War schon echt merkwürdig, jetzt nichts zu hören. Wahrscheinlich müssen wir wirklich in Level 2. Es würde auch keinen Sinn machen, dass wir jetzt in Level 1 verweilen, obwohl wir schon Level 2 freigelegt haben. Aber lieber einmal zu viel gucken, als einmal zu wenig. Da dürfen wir wahrscheinlich nicht durch, das brauche ich gar nicht versuchen. Da hinten ist doch schon ein Ausrufezeichen. Nicht ein Ausrufezeichen, ein Schloss. Prideful Sachsenhager. Don't talk to me, oh buddy buddy. Oh, you've got a question. Keyword, ja.
Mysterious digital face? I've heard lots of rumors. Pre-reporting crimes to the cops is pretty bold. Seems like they kinda know about hackers, but I've never seen any hackers with their guts. Nachricht? Did you know there's a short railroad on this island? Was there a train too? That's probably true. That's a great guess. I'm impressed. Hatten wir das nicht schon mal? Die wiederholen sich. Dependable replier. Die nächste Trophy. Ach, guck mal, er hier. Ach, kacke, den hätten wir vorhin holen können, ne? Hab ich nicht dran gedacht, aber es läuft uns ja nicht weg. Jetzt gibt's aufs Maul. Ich vermisse wirklich ein bisschen, dass die Digimon ihre Attacken aussprechen, so wie das halt auch in der Serie war. Gewaltiges Feuer! Und so weiter. Natürlich nicht auf Deutsch, das wäre ein absoluter Traum, wenn es ein richtig großes Open-World-Digimon-Adventure mit deutscher Lokalisation geben würde. Lokalisierung geben würde, also deutsche Texte und deutsche Sprachausgaben mit originalen Sprechern. Da würde ich wahrscheinlich ins Koma fallen vor Freude. Von daher, wir sollten froh sein, dass die Petition bewirkt hat, dass das Spiel überhaupt eine physische Version bekommen hat und nach Europa kam. Dass man dafür überhaupt noch eine Petition braucht. Es ist Digimon, das war in Europa ziemlich erfolgreich. So you want to join my team? I'll definitely welcome a cutie like you with open arms. Das ist eine Frau, hups. Und ich spreche die wie ein Mann. Na gut, vielleicht ist es ein Manns-Vibe. You never know. Oh, I don't know anything about that. More importantly, hurry up and join Saxon. Promise, I'll take real good care of you. Warum auch nicht, ne? Ist hier oben noch jemand? Nobody. Dann weiter. Da. Hello there, foolish hacker. Looking for someone, did I finally get found? Bist du das? Why hide it? I'm the great mysterious digital face. Ah, ja. Just joking, I don't even know mysterious digital face. Lol. Geil, danke. Für nichts. Vielleicht bedeutet das ja nur, dass der Fall schwierig ist, weil wir möglichst viele Personen ansprechen müssen. Also, dass er 2 Sterne statt einem hat, meine ich. Elecmon, auch mal wieder ein Level up. So. Da hinten habe ich schon jemanden gesehen, deswegen gehen wir da direkt mal straight hin, wenn das denn geht. Sollte es aber. Ach, da steht ja auch einer. Oder hockt, besser gesagt. Boring. I'm so overeaten lately. Can't you tell me anything interesting? Here. Yeah, I heard some rumors. Though I don't know much about it. If something interesting is actually going on, make sure you tell me. Mein Gott, ey, die wissen ja alle gar nichts. Ja, da hinten ist vielleicht endlich mal jemand, der uns was sagen kann. Scheiß Husten. Schnupfen wird nicht besser, der Husten wird schlimmer. Mein Körper mag mich. Mein Immunsystem sowieso. So, du Penner, jetzt gib uns mal Infos, die wir gebrauchen können. What? Looks like you got something to say. Ist er das? Ah, ja, wahrscheinlich. Oder er weiß was. Yeah, of course I know. Yeah, the mysterious digital face is a hot topic around here at the moment. The cops were asking me the same kind of question earlier. Wait, are you asking around about him? Well, I'm not saying nothing to no cop. Cops and hackers are enemies, you know.
This incident must be particularly embarrassing for the police. The criminal admitted to the crime before committing it. I know a hacker who hates the cops more than anyone. Maybe that guy is the mysterious digital face. Huh? You want to know where that hacker is? He hangs out in Shinjuku a lot. He's fiery, moody, shady kind of guy. Cop or not, you're gonna wanna question him. Police Dingens. The cop hating hacker is in Shinjuku? I just got the info on the tip of warning. It brought me here to Shinjuku too. One way or another, it looks like our criminal is in Shinjuku. Go find him as soon as possible. Huh? Oh, you're from Kyoko's office, right? Hey, what's with the oh crap look on your face? What are you doing here? Huh? You want to know what I'm doing? I'm on the trail of the mysterious digital face. I've come to Eden to ask around about him. Das machen wir auch schon. Huh? You say you think that hacker looks who hates cops is in Shinjuku? A hacker who hates cops, you say? But how do you know that? Wir haben schon rumgefragt, wie gesagt. Okay, well, thanks for the info. Kyoko's getting you to do something, I want to know what it is. This is a matter of police pride. It's mine to take care of. Anyway, let's look for the hacker who hates cops in Shinjuku. Das hier ist auch mal wieder erwähnen müssen. Der Hacker, bla bla bla, in Shinjuku, der Cops hasst. Kann ich... What? You got more to ask? Most people that really hate the Jakes be the types doing bad stuff themselves. Mhm. Alright. Warum laufe ich hier jetzt eigentlich lang? Hier ist doch gar nichts. Ich bin so ein Idiot. So. Wir gehen erstmal wieder zurück, denn wir müssen ja jetzt nach Shinjuku. Aber wir können auch die auf dem Rückweg wieder fragen. Psh, hackers like that are dime a dozen. Hackers and cops go together like oil and water. Cats and dogs, angels and demons, duh. I guess I wouldn't say I hate them. To really go after someone like that, you'd have to be full of malice. Keine Ahnung, ob es überhaupt Sinn macht, jetzt noch die anderen hier auszufragen. Aber wenn wir schon mal dabei sind, why not? Oh, er darf angreifen, der Penner. Garurumon gleich zweimal dran. What, you a pig or something? No, jeez, don't scare me like that. Nee, warte mal, das ist falsch. So. Was hast du zu sagen? Doesn't ring a bell. Ask someone else. Er hat nichts zu sagen. Bisschen einseitig, ne, was hier für Viecher auftauchen. Um genau zu sein, Biomon, Vorstufe Biomon, das
katzenartige Vieh und der Goblin, so nenne ich ihn einfach mal. Immer. So, dann wären wir jetzt eigentlich wieder am Exit angekommen. Und können nach Shinjuku. Kurz mal was gucken. Hier ist nichts Neues. Na dann, look out. Okay. Ich wollte eigentlich nach unten. Ach, das geht nicht. Okay. So, wir können ja erstmal gucken, ob sie uns noch was zu sagen hat. One way or another, it looks like our criminal is in Shinjuku. Ja, okay. Was ist denn das eigentlich? Nein, ich will keinen Connect Jump machen. Dann gehen wir mal raus, ne? Looks like we've arrived in Shinjuku. Huh? You met Matayoshi while you were asking around in Kowloon? I see you told him about the information on Shinjuku. If Detective Matayoshi solves the case by himself with that information, that'll be great. Just to be sure, please continue your investigation in Shinjuku. All right. Ich weiß zwar nicht, wo ich hin soll, aber gucken wir mal. Irgendwas werden wir wohl finden können. Hä, hier geht's wieder auf die Map. Das will ich nicht. Wo können wir denn überhaupt noch lang? Hier ist ja nicht so viel. Gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Dann gehen wir halt nochmal hier rum. Gucken, hier ist auf der Straßenseite. Können wir in den Underground gehen? Nope. Dann gehen wir mal hier rüber. Dürfen wir nicht. Hier dürfen wir auch nicht rüber. Wow. Hier werden uns ja gar keine Grenzen gesetzt. Ja, was soll ich denn dann machen? Bin ich jetzt auch zu faul, das vorzulesen, weil ich glaube nicht, dass es mich weiterbringt. Ja, hier waren wir gerade. Was soll ich da jetzt noch hin? Ach, das hat... Die erzählt genau die gleiche Scheiße wie beim letzten Mal. Kann ich hier rüber? Nein, da geht's auch noch wieder zur Map. Hä? What does the game want from me? I don't knopf. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ach, hier können wir noch lang. Stimmt. Ah, das ist aber stimmt, ne? What's the matter? You've something to ask me? A hacker that despises the police. Far too many personages come to mind, I'm afraid. Really now, do hackers and police seem friendly to each other? Of course there are those who get along well. And I do wish I had their luck. Nein, er ist es nicht. Da ist ein Police-Typi. How you doing? Something I can help you with? A hacker who hates cops. I saw this guy. He didn't look like a hacker, but he really hated cops. He was whispering something hateful about cops by the access point to the station courtyard. But I really don't think he hates the police. I mean, come on, we are so cool. Someday I'm definitely gonna... Danke. Können wir hier noch weiter? Ich glaube nicht, ne? Doch. Na gut. Nee, wir können hier nicht weiter. Ja gut, dann müssen wir wieder zurück. Access point in the station courtyard.
Dann haben wir ihn ja gleich am Arsch. Vor allen Dingen, es macht gar keinen Sinn. Wir waren hier gerade noch und da war er nicht hier. Der sieht aus wie der Vater von der einen, kann das sein? What is it? You got something you wanna ask? What the? Who the hell are you? You think you're so important? You asking around, you're a cop, right? Nein. You're just hiding behind the power of the state gives you. Tyranny, cruelty, this is a violation of my human rights. Beruhig dich mal. Idiot. Looks like he's run from the access point to Eden. Let's go after him. So. Das sieht danach aus, als wenn wir jetzt einen kleinen Kampf vor uns haben. Aber fies wie ich bin und da ich die Zeit im Auge habe, vertröste ich euch aufs nächste Mal. Habt ihr umso mehr einen Grund, wieder einzuschalten. Ich hoffe, den habt ihr sowieso. Denn wenn es euch nicht gefällt, mache ich was falsch. Wenn es euch gefällt, umso besser. Gut, wir machen hier erstmal Schluss, wie gesagt. Und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal auch wieder ein. Macht's gut, bis denne.